unser Sonnensystem ist das einzige. Ja. Das ist aber noch nicht so lange her. Ich bin ja noch nicht so alt, sage ich jetzt mal. Na gut. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht nur wissen, dass es Planeten gibt. Wir wollen Planeten auch studieren. Wir wollen deren Atmosphären untersuchen. Und wenn es Leben gibt, zumindest höheres Leben oder Leben wie auf der Erde oder pflanzliches Leben, dann würden wir Biomarkers unter Umständen entdecken können in diesen Atmosphären. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Zusammensetzung habe von Gasen, auch Methan ist da interessant, aber mit verschiedenen anderen Gasen parallel, dann sollte es möglich sein, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch einzuschätzen, dass es auf so einem Planeten Leben gibt. Und da kommen wir jetzt zu dieser Interferometrie-Mission. Und das ist die sogenannte Darwin-Mission, die in Planung ist, schon seit langer Zeit, sage ich mal. Also die Ideen kamen in den 90er Jahren auf und das ist jetzt natürlich sehr konkret und hat eine riesige Unterstützung von der Planeten-Community, aber auch von den Astronomen und Astrophysikern. Das muss man sich so vorstellen, das sind vier Raumschiffe, die werden beim zweiten Lagrange-Punkt, also der ist so zwischen Erde und Mond, positioniert. Also drei große Teleskope. Das ist jener Punkt, an dem die Schwerkraft Erde und Mond aufhebt. Genau. Also kann man was genau, parken. Genau, geparkt kann man sagen. Mhm. Und das sind drei Teleskope, die Interferometrie betreiben. Das heißt, die sind entfernt voneinander, frei fliegend im Weltraum und suchen jetzt bis zu 30 Parsec, ein Parsec hat ungefähr 33 Lichtjahre, also doch eine ziemliche Entfernung, können die jetzt alle Sterne untersuchen, und zwar nicht jetzt auf Transits oder auf sowas, sondern wirklich mittels dieser Interferometrie wird das Licht des Sterns ausgeblendet. Und wenn diese Systeme Planeten besitzen, dann wird dieses Licht eingefangen und zum vierten Satelliten hin weitergeschickt. Und dieser Satellit, ist sogenannte Beam-Combiner von diesen Teleskopen, bearbeitet das dann und man kriegt Informationen über die Atmosphäre dieser Planeten bis zur Größe dieser Planeten und so weiter und so fort. Und das Ziel ist natürlich, aus der spektralen Analyse. Ja, Spektrum kriegt man, genau. Und die Tests zeigen zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Gerät in 20 Parsec hätte und unser Sonnensystem anschaue, sehe ich genau die Erde, Venus, Mars, kann die Spektren auseinanderkennen und würde feststellen, dass die Erde eben Ozon hat in diesem Gehalt, Wasser hat, Kohlendioxid, Methan. Das ist ja, glaube ich, dass man kann eigentlich dann mit Hilfe dieser vier Raumschiffe, die man da parkt, kann man dann Details über extrasolare erdähnliche Planeten, die man eigentlich vor 10 Jahren, 20 Jahren gerade einmal gehabt hätten bei unseren Planeten im Sonnensystem, vorbeifliegt. Ja, das ist natürlich klar. Wir werden nicht hinfliegen können, sage ich mal, mit unserer Technologie. Ja, ja. Deshalb wird aber die Technologie immer besser. Wir schauen, dass wir uns die Bilder dort herholen. Wie auflösend sind denn diese Systeme? Also welche Spuren mindestens kann ich da in der Atmosphäre nachweisen? Könnte ich theoretisch das wird sich wahrscheinlich auch immer wieder, wenn man die Technologie, die wir jetzt haben und wir rechnen dann, hoffen wir mal, dass das auch, von den Politikern und so weiter allen unterstützt wird. Diese Projekte würden dann jetzt im Bau sein dann. Weil wir wollen bis 2014, 2015 soll das oben sein, sage ich mal, und beginnen zu messen. Das ist machbar alles in dieser Zeit. Das wird nicht die einzige Mission sein. Also um das zu sagen, also man würde das Methan, das man jetzt am Mars entdeckt hat, bei einem Mars-ähnlichen Planeten, also bei so einem Planeten jetzt in diesem Bereich nicht sehen können. Mhm. Aber man würde, wenn man das die Mengen hätten wie auf der Erde, würde man das identifizieren können. Mhm. Es gibt zum Beispiel, natürlich wird es in der Zukunft Möglichkeiten geben. Ich meine, stellt euch so vor, wir finden zum Beispiel, wir haben in diesem Bereich um die 150 Sterne, die sonnenähnlich sind.
Und wenn wir jetzt von diesen 150 Sternen ein paar Planeten finden würden, und sei es einer, oder sei es, der reicht schon. Der reicht auch schon, wenn der in der habitablen Zone ist. Oder wir finden 10, was auch immer, oder 100, wer weiß das ja nicht. Jetzt weiß man es noch nicht genau, wie häufig erdähnliche Planeten sind, aber angenommen, wir finden welche, dann natürlich wird man Folgemissionen machen, und da gibt es jetzt schon die Ideen, die nennen sich Life Finder, Planet Imager. Man möchte dann natürlich Aufnahmen haben von solchen Planeten, wie wir sie vom Wettersatelliten sehen, so in der Richtung. Und die Technologie, die geht voran. Das sind dann die Folgeprojekte natürlich. Und also das ist, denke ich, auch die Zukunft im Weltraum. Ja, absolut faszinierend. Und wir sollten also nur über dieses Thema in naher Zukunft, hängt natürlich von dir ab, eine Vollsendung machen, weil also das ist eigentlich das Spannendste, finde ich, dass sich derzeit in der Astronomie abspielt. Ja, finde ich auch. Vielleicht jetzt, damit wir es heute irgendwie zum Abschluss bringen, leider müssen wir das, wir sind schon wieder am Ende, wenn wir da draußen Leben finden, na und? Naja, das können wir uns wieder. Das ist so ähnlich wieder die Frage, wie wenn wir uns anschauen, das erste Bild vom Titan erwarten. Es wird vielleicht manche Leute geben, die sagen, na und, das habe ich ja schon bei Raumschiff Enterprise auch gesehen. Ja. Oder ich lese das beim Walter Ernsting oder sonst wo. Sind ja viel effekter als in der genau. Aber natürlich ist das ein Quantensprung. Es ist ein Traum der Menschheit, in irgendeiner Art und Weise zu wissen, ob wir alleine sind, oder das hilft ja auch zu wissen, Ursprünge des Lebens. Wenn wir am Mars Leben finden, heißt das ja im ersten Moment noch nicht. Wenn wir jetzt bis 2010, sage ich, okay, wenn wir, die Möglichkeiten sind da, und angenommen, wir finden Leben am Mars bis 2010, heißt das aber noch nicht, dass das Leben am Mars entstanden sein muss. Weil es gibt, ist durchaus möglich, dass auf der Erde, wissen wir, dass es Leben zumindest gibt und auch gab und entstehen musste. Das heißt, es könnte durch in der frühen Zeit im Sonnensystem, wie es auf der Erde Leben gab, über Asteroiden-Impacts Mikroorganismen zu den anderen Planeten gebracht haben, auch zu Venus, die ja auch sehr interessant ist, in der Frühzeit zumindest war. Und es gibt auch jetzt einen Venus Express, das können wir heute aber nicht mehr eingehen, leider. Aber also und zum Mars zum Beispiel auch. Das heißt, wenn wir aber, ich meine, man wird dann natürlich irgendwann, auch wenn es Leben am Mars gibt, dieses Leben untersuchen, sage ich mal, genetisch und was auch immer. Da müsste es einen Unterschied geben, wenn das wahrscheinlich separat entstanden ist, unabhängig irgendwie. Aber es könnte durchaus von der Erde infiziert worden sein in der Frühzeit. Infiziert mit Leben, wie schön. Umgekehrt auch natürlich, könnte man sagen. Vielleicht hat sich am Mars früher Leben entwickelt und ist zur Erde mit. Also das gibt's ja Studien und Forschungen auf diesem Gebiet, sogenannte Panspermia-Hypothese. Ja. Aber wenn wir mit so einem Teleskop wie Darwin zum Beispiel Leben nachweisen können, also Biomarkers, in einem anderen Sonnensystem, das, sagen wir mal, 50 Lichtjahre entfernt ist, 20, 10 Lichtjahre, dann ist das sicher so, dass dort dieses Leben dort entstanden ist und es außerirdisches Leben ist. Und da bliebe dann nur zu hoffen, dass nicht die Waffentechnologie davon profitiert, weil wir einen Feind gefunden haben. Ja, das ist das eine. Also, da hat Werner, das war schon ernst gemeint jetzt. Ich nehme das ernst, weil Werner von Braun hat schon davor gewarnt, dass nach dem Terrorismus und den Kometeneinschlägen die Außerirdischen kommen, als vor irgendwas müssen wir Angst haben, damit man die. Ist tatsächlich. Wenn der Terrorismus vorbei ist, braucht man wieder einen neuen Gegner. Da kommen, also laut Werner von Braun, Kometen und dann Aliens. Nicht aber nur laut ihm. Gibt es nur so andere Studien. Was mich an dem Ganzen schon fasziniert ist, wenn wir da draußen irgendein Leben finden, jetzt vor allem mit der Interferometrie, egal welches Leben, sobald wir können es ja noch nicht, wir können nur sagen, dort gibt es wahrscheinlich Leben. Aber sobald wir irgendein Leben finden auf einem anderen Stern, dann ist also wirklich so weit, dass wir wirklich sagen müssen, wir sind umgeben von Leben. Ja, ja. Wir sind, und dann natürlich,
würde ich das UFO-Phänomen in einem ganz anderen Licht sehen, weil wenn da draußen Millionen, Milliarden Jahre alte Zivilisationen sind, dann haben sie es geschafft, die weiten Strecken zu überbrücken. Und ja, ja, das ist dann wieder besucht. So die Frage nach Fermi-Paradox und solche ja, ja, Dinge, die ja auch in, sage ich mal jetzt auch, ich habe zum Beispiel bei solchen Konferenzen wieder genauso diskutiert werden. Ne? Ja, also, genau. Da gab es auch letztens wieder einen Vorstoß von einigen Wissenschaftlern in die Richtung, dass also Fermi-Paradox etc., dass es nicht die Frage ist, ob es sie gibt, sondern die Frage ist nur, wo sind sie? Okay. Vielleicht bis 2010 sind wir dieser Frage ein Stückchen näher. Naja, also bei extrasolaren Planeten, naja, auch. Weil wir wissen bis 2010 wahrscheinlich, wie viele erdähnliche Planeten das es gibt in der Galaxie. Ne? Ja, und da haben wir auch schon mal eine Statistik. Ne? Da müssen wir auch schon mehr. Genau. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr spannend. Ich denke mir mal, für die Zuhörer war es genauso spannend wie für mich. Ich hoffe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir heuer noch eine weitere Sendung zu diesem letzten Thema, das wir heute Abend hatten, machen. Ja, um das vielleicht zu sagen, ich bin ja auch übernächste Woche in der Schweiz, in Bern, wo wir so in einem kleineren Rahmen so einen Workshop organisiert haben, um die Frage nach der Evolution von habitablen Planeten genauer zu untersuchen, wo von der ganzen Welt Fachleute eben zusammenkommen. Wir sind aber so im Schnitt 18 Leute sind wir, um eine Woche das durchzudiskutieren, weil eben da sehr viel Arbeit noch nötig ist. Wie du es kurz angesprochen hast, sage ich mal, nicht jeder Stern ist so beschaffen dann wie unser Stern, wie unsere Sonne, als Typ. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die möglichen Evolution von Biosphären und Habitabilität von erdähnlichen Planeten genauso. Weil es heißt noch nicht, dass wenn du einen Stern hast, der zum Beispiel, ich sage als Beispiel, 70% aller Sterne, von denen du gesprochen hast, diese 10 hoch 22, ja, völlig wahnsinnige Zahl. Also 70-80% aller Sterne in unserer Galaxie oder im Universum dann auch sind sogenannte Zwergsterne. Und die sind so beschaffen, dass sie sind viel kleiner als wie unsere Sonne. Und da wäre diese Zone, wo Wasser flüssig ist auf dem Planeten, nicht in einer astronomischen Einheit, sondern in 0,05 astronomische Einheiten, also ganz nahe an dem Stern. Und parallel dazu wissen wir aber, dass diese Sterne sehr aktiv sind in Röntgenstrahlen und anderen Sachen. Das heißt, nur ganz kurz, um das zu sehen, also das ist sehr man kann nicht sagen, okay, ich habe meine habitable Zone, wenn dort ein Planet wie die Erde entsteht, dann wird das sich auch so entwickeln. Also es hängt natürlich sehr stark von der Sonne ab. Ne? Ja, aber weil ich nur sage, das sind 70% aller Sterne. Ne? Also wenn die nicht so günstig sind, sage ich mal, um höheres Leben hervorzubringen, kann man die schon mal wahrscheinlich abhaken. Bleiben natürlich noch immer genug über. Ja, ja. Das ist das ja eben. Aber ich sage nur, also das ist... Aber andererseits, es könnten ja auch sich Lebensformen entwickeln, die gegenüber harter Strahlung nicht so empfindlich sind. Ja, aber das sind dann, denke ich, doch mehr eher Mikroorganismen und so. Also wenn man höheres Leben, da hat man schon, also ich glaube, also das nicht, da gibt es einfach